Willkommen zu einem neuen Part von Mario Kart 8 Deluxe. Heute bin ich Baby Peach. Celine, was bist du? Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich gehe. Ah, da liegt mein Handy. Ja, das ist schon, was ich für eine Kombi ausgewählt hatte. Das war die Dreirad-Bolide mit den kleinen Reifen. Dem Wario-Gleiter mit diesen Stats. Und ja, diesmal gehe ich mal sehr stark auf Handling. Ich bin gerade mit dabei. Ah, du nimmst den neuen Gleiter? Den Hyrule-Gleiter. Gut, das könnte ich mal machen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal so hin, wie es eigentlich sein soll. Ja, wobei, warte mal, nee, das passt schon, wenn wir die Strecken hier machen. Genau. Ah, Blumenkopf. So habe ich schon die ganze Zeit gemacht, also dann machen wir es auch so weiter. So, Marios Piste. Auch wenn es eigentlich viel, viel mehr zu Peach passt, die Strecke. Irgendwie schon, ne? Der Chica-Modul. Der Chica-Modul. Weißt du, was ich mir krass vorstelle? Mario Kart 8 mit 12 Freunden. Jo. Das wär was. Ich glaube, es geht gar nicht, aber es wäre krass. Also wenn du online online machst. Also online geht's, ja, gut, klar. Aber. Scheiße. Will mich das scheiß Kleinkind verarschen? Ich hab's, glaube ich, erwischt. Ich glaube, es war das Richtige. Link hat gerade schon die Antwort gegeben. Ja! Fun Fact: Früher habe ich immer Link nur genutzt. Und sein Eponator. Eponator 0. Halten. Du kannst nix. Ja, ich weiß, ich hab gerade die Distanz verkackt. Soll ich sagen, was ich gerade verkackt habe? Wuhu, ein Pilz zu klauen. Hä? Wie? Ganz einfach. Irgendwas hat mich noch erwischt. Ich setze ein Wuhu gegen König Wuhu ein. Nein, ich hätte so knapp. Ich hätte fast Buhu erwischt. Ey, diese scheiß Banane, wer legt diese scheiß Banane hin, Mann? Ich hab meine Bananen gerne überall. Ey, jetzt war ich die ganze Zeit Platz 1 und jetzt will mir dieses scheiß Baby da Platz 1 streitig machen. Ey! Jetzt werde ich doch von Hinz und Kunz erwischt, Mann. Egal, Platz 2. Ey, come on, wie viel Pech kann man haben? Ja, okay, ich habe gerade auch mein Pech erlebt. Aber immer in der letzten Runde, weißt du, wo du nichts mehr aufholen kannst. Ich habe gerade auch mein Pech erlebt. Ich war nämlich schön in den Drift und wollte eigentlich gerade den Gleiter ausfahren. Da bin ich eine Banane, die genau davor lag, reingedriftet. Ja. Die lag aber auch in so einem beschissenen Winkel. Ich habe erst zu spät realisiert, dass da eine Banane ist. Ja, bei mir war es halt nicht anders. Problem war halt, ich war halt schon im Drift drin und ja. Oh, Thomas Hafen. Peach, Stadt. Die Freiheitsstatue im Hintergrund. Die Peach-Heiz-Statue. Bleibt Peachy. Oh, bitte nicht. Mario! Also Baby Mario. Was soll denn der Mist? Will der mich wegdrängen? Und ist er noch stärker wie ich? Ja. Bloß weil ich so ein zierliches kleines Mädel bin. Aber das sind 200 CCM ist so hart. Tyler, du Tyler, was? Ich heiße nicht Tyler.
Ich wollte gerade sagen, du hast erraten, was du bist. Klein und zierlich. Nee, ein Mädchen. Ey, wie schaltet das raus? Ey, du willst dich doch verarschen, Mann. Hau mich doch einfach so weg. Ja, aber das sind 200, das ist wirklich hart. Weil vor allen Dingen da vorne gleich am Anfang, du kommst zu absolut gar nichts. Schatz, wir müssen langsam mal deinen Panzer. Den habe ich gerade aus Glück bekommen. Hau mich doch einfach den Weg wieder nach vorne, Mann! Netter Versuch, Schatzi. Ich habe einfach irgendwo hingeworfen. Nein! Warum hat mich jetzt ein beschissenes Baby abgeworfen? Ich bin stinkisch. So, Baby Mario ist mal ausgeschaltet. Ausgeschaltet im Sinne von, ich hab dir das Genick gebrochen, oder? Ich hab direkt hinter ihm eine Hupe aktiviert. Und hab ihm damit soll nicht... Soll ich dir was Schönes sagen, Schatzi? Du bist Erster, oder? Ja. Hast du keine Hupe mehr? Ach, da bist du! Ja, ich habe diese Hupe, habe ich nämlich gerade eben für Baby Mario genutzt, der mich jetzt gerade mit einer Bombe in die Luft jagen wollte, aber dich stattdessen erwischt hat. Arschloch. Es war Baby Mario. Du bist trotzdem Arschloch. Warum bin ich jetzt ein Arsch? Warum bist du kein Arsch? Ich meine, wollen wir mal darüber reden, dass du mich einmal im privaten Haushalt, als du gemerkt hast, du verlierst, dass du mich mit einem Controller totschlagen wolltest? Das war nicht, als ich bemerkt habe, dass ich verliere, das war, als ich verloren habe. Nachdem du behauptet hast, ich habe geschummelt. Du hast mich dem Schummel unterstellt. Übrigens schafft der Computer schaffe ich. Willst du mich eigentlich verarschen? Nö, natürlich nicht. Und dann natürlich vorm Ziel, weißt du? Natürlich. Baby Mario, lass mich Erster sein. Scheiße, ich hab Baby Daisy erwischt, aber es war zu spät. Ey, dieser Baby Mario. Ey, ich hab Baby Daisy nach der Ziellinie erst erwischt. Scheiße. Alter, es gibt gerade einen Gleichstand zwischen Baby Mario und mir, ne? Ulala. Wie war das? Ist ja Age of the Claw. Warte mal, wie alt ist Link nochmal in Breath of the Wild? Ich glaube, der ist ja älter wie Zelda, also 18. Ja, okay. Stell dir vor, die Welt hängt von einem 18. Scheiße, warte mal, die Zahl 18 ist ja auch auf der Uhr. Ich weiß. Und so gesehen die Zahl 60 auch. Also muss ich 61, also müssen Leute 61 sein, damit du als Pädophiler dich nicht angreifst. So und nichts anderes. Natürlich. Wo kommt jetzt eigentlich Baby Daisy her? Mach mal Platz. Aber wo kommt Baby Mario her? Der ist schon die ganze Zeit am Abfacken. Aber richtig. Und dann kommt Buhu und der fickt meine Nerven gerade. Sorry für diese Wortwahl, aber der. So, ich hab jetzt Baby. Was mit dem Body? Solange es ein Bordell ist. Hä? Nee, ich habe jetzt die erstmal mit einer Banane eine aufs Maul gegeben. Sie zuerst gerammt, um nochmal. Was will ich mit einer Münze, Mann? Wenn ich 10 Münzen habe, bringt mir eine Münze nichts mehr, Mann. Ah, da ist sie schon wieder. Ja, gut, lieber Baby Daisy, die weniger Punkte hat als Baby Mario. Aber ich habe sie vorhin hier gerammt, Baby Daisy. Um halt nochmal den Boost abzubekommen. Hm. Und hat aber währenddessen schon die Banane ausgerüstet und sie ist voll reingefahren. Heißt, ich habe mir den Boost geschnappt. Und sie danach dann alleine zurückgelassen.
Komm mal gut lang. Jetzt immer, wenn ich was Gelbes sehe, gehe ich schon direkt in Deckung. Ich traue mittlerweile nichts mehr hier. Ja, manchmal besser. Nein! Ach nein! Nein! Nicht schon wieder! Mann! Das kann doch nicht wahr sein! Ein ich hab Gleichstand mit Lemmy! Und ich bin weit vor Baby Mario. Komm, per 2 kriegst du auch noch hin. Hey! Entschuldigung. Ich bin nicht aggressiv. Ich bin nicht aggressiv! Eindeutig, du bist es. Entschuldigung. Wie war es nochmal? Menschen, die Donkey Kong Country gespielt haben, sind immer aggressiv? Ich bin hier aggressiv, ich verhalte mich nur wie mein Kindheitsidol. Ein sehr lausiger Affe? Oh, Baby Mario gibt mir gleich jetzt schon aufs Maul, auf die Nerven. Irgendwer hat mir gerade eine Green Shell in die Fresse gedonnert und irgendwie habe ich das Gefühl, es war sogar meine eigene. Solange es nicht beide war. Und Items sind auf jeden Fall überbewertet. Definitiv, Schatzi. Aber ich muss auch sagen, wenn man sich immer so die Strecken so anschaut, finde ich die Strecken echt nice Design. So. Schon. Vor allen Dingen jetzt auch hier zum Beispiel der Wasserfall. Hi Baby Mario, na, wie geht's denn so? Oh Gott, es kommt näher. Die Münzen waren zwar gerade nice, aber für was für einen Preis. Ich hoffe, du sammelst auch schön fleißig Münzen. Okay. Ja, weil ich habe... Natürlich nicht. Ich fahr dran vorbei. Warum sollte ich Münzen sammeln? Also Schatzi. Baby Mario habe ich erstmal. Irgendwann machen wir seltsame Geräusche, okay. Celine digitiert zu. Indianer. Nein! Warte mal, wenn du dann nachher ein Indianer bist, bist du dann ein Celidianer? Bist du mir gerade. Oh nein! Scheiße! Bist mir gerade. Wenn ich untergehe, gehst du mit mir unter. War das deine Banane? Ja. Nein, das war deine Banane. Mit der ich reingeraspelt. Ich meinte doch eigentlich die Banane, die ich vorhin reingerast bin. Nee. Okay, schade. Wäre witzig gewesen. Wo kommt denn eigentlich Lemmy her? Keine Ahnung, wo zum Fick bist du? Wasserfall hochfahren. Oh super, du bist weit weg von mir. Nein. Nein! Ich hoffe, du bist. Lass dich auf der anderen Seite raus, Junge! Wenn du so ein Lakitu hast, brauchst du keine Feinde mehr. Statt dass du sie einfach nur auf der normalen Strecke wieder rauslässt. Nein, warum denn? Er bringt dich wieder zurück. Das hasse ich auch manchmal, dass wenn du manchmal so bestimmte Teile. Ey, Baby Luigi! Ja, ich hab's auch im zweiten geschafft! Ja, ich bin noch auf Baby Luigi hinten. Oh, Schatz, was ist mit dir passiert? Ja, ich bin noch gerade auf. Ich will's gerade erklären, Mann. Ich bin gerade Baby Luigi hinten auf 3 Bananen draufgefahren, die er hinten hinter sich hatte. Bin auf Platz 2 geworden, aber trotzdem. Ich habe nicht gesehen, was ich gewonnen habe. Du hast doch Platz 3 oder 4. Oh! Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich kann mir vorstellen, ich habe eher 4 als 3. Obwohl, warte mal. Okay. Wir sehen es ja gleich wieder. Ja, aber das war jetzt gerade echt mies. So, ich habe gerade den Pilz gezündet. Da holt Baby Luigi 3 Bananen raus. Und ja, ich fahre voll hinten rein. Weil ich nicht mehr den. Ja, ich konnte nichts mehr machen. Bam! Au. Naja, egal. Ja, immerhin Silber habe ich bekommen. Hm? Ah, du hast 4.
Ja. Auch wegen 2 Punkten hat Baby Mario den Platz geholt. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich finde es aber interessant, dass 3 Babys auf Platz 1, 2 und 3 sind. Das würde mir jetzt ja schon zu denken geben, wenn ich hier, wenn ich dort leben würde in der Welt. Heißt, Babys sind die besseren Autofahrer. Ja, schon irgendwie. Mhm. Aber gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zuschauen, Likes und Kommentare und bis zum nächsten Part. Oder auch nicht. Bye. Bye, bye.